Es sei die Frage erlaubt, hat sich dieses Bild mir oder dem Kanal angepasst oder ich mich dem Bild? Völlig wurscht. Auf jeden Fall wird es heute knallen. Grüße Sie und grüße euch. Für gestern war keine Unwetterfront geplant, sondern nur einzelne, teilweise kräftige Gewitter. Und die eigentliche Kaltfront, die ziemlich aktiv ist, die gab es jetzt in der Nacht. Und heute tagsüber wird sie sich wieder aktivieren, besonders am Nachmittag und gegen Abend. Und da besteht Unwettergefahr. Heute knallt es also. Schauen wir mal ganz kurz an, was da passiert. Die letzten Gewitterreste aus der Nacht, die gerade am Morgen und am frühen Vormittag noch rumpelig sein können, haben wir hauptsächlich in diesen Gebieten. Drumherum sind auch einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Da gibt es dann mal Platzregen, Windböen, aber keine Unwetter mehr. Das Ganze wird sich auflösen. Und am Nachmittag entsteht dann ein neues Gewittergebiet. Und das wird deutlich kräftiger werden als gestern. Und auch verbreiteter. Betrifft hauptsächlich die Alpen, den Süden Deutschlands und Tschechien. Daran angrenzend auch Regionen, die bis Berlin-Brandenburg reichen können. Und gefährlich kann es von der Alp über die Münchner Ebene bis in die Holle Dau, Donau und dann zum Bayerischen Wald, später auch bis Oberösterreich werden und im Böhmerwald. Da besteht die Gefahr lokaler Unwetter, hauptsächlich durch Wind, weniger durch starken Regen, sondern durch Wind. Diese ganze Kaltfront, die wird nach Süden gedrückt, es bekommt eine Düse, das ganze System an den Alpen durch den Leitplankeneffekt. Und wenn da eine Gewitterwolke entsteht, dann ist das wie ein Strom und in diesem Strom gibt es eine Stromschnelle. Und da besteht heute dann so ab etwa 15, 16, 17 Uhr größere Unwettergefahr. Behaltet den Himmel bitte gen Westen und Südwesten im Auge. Das ist dann aber in der Nacht durchgezogen. Und das, was bis einschließlich morgen an Regen runterkommen soll, nach dem amerikanischen GFS-Modell, zeigt vor allen Dingen, der Süden Österreichs bekommt einiges ab, der Südosten Deutschlands ein bisschen was. Und das deutsche Modell Icon macht noch die Regenfälle aus der jetzigen Nacht, die wir hinter uns haben, und dann rund um das Alpenvorland. Und da, wo das amerikanische GFS-Modell viel Regen macht, macht es hier weniger. Und da sieht man die Unsicherheiten. Es kommt eben darauf an, wo zieht was entlang. Und die Niederschlagssummenkarten, die Modelle, kommen mit den Gewittern schlecht zurecht. Oftmals haben sie sogar zu wenig berechnet an manchen Orten. Und das ist ja auch nur das Mittel, wo was passieren wird. Und das haben wir gerade besprochen. Machen wir hier einen Cut und beginnen jetzt eigentlich mit der Sendung. Der Carsten hat dieses Bild zugeschickt und zwar von der Badischen Bergstraße, hier mit der Rheinebene im Hintergrund. Übrigens auch eine Haloerscheinung einer Nebensonne. Das Foto ist ein paar Tage alt, aber er schreibt dazu, die Winzer brauchen Regen. Nicht nur die Winzer, auch die Forstwirte, die Landwirte, die Hobbygärtner, die Natur sowieso. Wir brauchen alle Regen und zwar nochmals Regen. Und mir hat unlängst ein Landwirt aus Franken gesagt, wir brauchen jetzt ein Jahr Regen oder auf einen Schlag mal kurz, damit sind ein paar Wochen gemeint, 500 Liter. Und es fehlt eigentlich noch viel mehr. Das besprechen wir aber mal an anderer Stelle. Und dieses Bild hat natürlich auch die große Hitze hier unten gehabt, in der Rheinebene zum Teil. Bevor wir über die Hitze von gestern kurz sprechen, nochmal die Hitze, die ich gestern erwähnt hatte mit dem 18er Lauf von vorgestern Nacht. Die sah dramatisch aus. Und der sogenannte Hauptlauf, der ja auch auf den Apps ist, der hat das ja angezeigt mit 35, 36, 38, 39 Grad über viele Tage. Der ist mit dem Nullerlauf von gestern mal nach unten gegangen, wäre dann ziemlich kühl gewesen. Der Sechserlauf hier ein bisschen unvollständig, wäre wieder nach oben gegangen, hätte eine Omega-Lage gebracht, wieder mit Hitze und dann kein Hitzepeak, sondern eine Hitzewelle. Und der Abendlauf von gestern hat dann wieder eine Abkühlung gebracht. Der Hauptlauf wäre dann hier mit einem Frühherbsteinbruch. Das Ganze hat sich aber an den Ensembles überhaupt nicht verändert, denn die anderen Läufe hier, die die trockene Hitze berechnen, die gibt es immer noch, nur der Hauptlauf schwingt hin und her. Und wir kommen jetzt in eine Phase, die ziemlich interessant ist, wie es dann weitergeht, auch nicht nur im Spätsommer, sondern vielleicht auch im Frühherbst, ob wir nach unten gehen, tatsächlich was für die Natur ideal wäre, oder hier oben bleiben, was dann wieder für die Urlauber ideal wäre. Tja, und für die Urlauber gab es gestern bis zu 40 Grad. Gerundet 39,6 Grad, erinnert euch, wir haben gesagt, die 40 Grad wird es gerundet geben mit einem hohen 39er Wert, die hat es in Bad Kreuznach gegeben und an der See
Da haben wir den Mindestwert von 23 Grad angegeben. Auf Helgoland waren es 23,5 Grad. Es ging hier also um Zehntel Grad. War allerdings so mit der Vorhersage fast ein Volltreffer. Die Tiefstwerte gestern 24 Grad in Teilen Sachsens, 12 Grad im Osten Bayerns. Und dann hat es auch noch Niederschläge gegeben mit den Schauern und Gewittern. Da war nichts mit Unwettern. Wenige Orte hat es gegeben, die man Volltreffer bekommen haben mit lokalen Schauern und Gewittern, wie es im Sommer immer der Fall ist. Aber da kam keine Front oder Walze. Und jetzt kommt die Abkühlung. Das ist die Wetterlage für die kommende Nacht. Da haben wir ein Hoch westlich von uns, ein Hoch über Russland und das Tief, das sich hier einklemmt. Und ihr seht schon, da kommt hochreichend kühle Luft herangezogen. Die Isobarendrängung, liniengleichen Luftdrucks sind relativ eng. Und das bedeutet, der Luftmassenaustausch und der Luftdruckaustausch vor allen Dingen findet in der Form von Wind statt. Die Hitze bleibt hier südlich der Alpen. Jetzt kommt aber vorübergehend kühlere Luft. Und die Hitze lungert und wartet immer wieder darauf, zurückzukommen. Und an der Grenze zur kühleren und zur heißen Luft entstehen die Gewitter. Bis kommende Woche baut sich dann zu Wochenbeginn wieder das neue Hoch auf. Der Keil reicht dann fast bis Russland rüber und wir stecken unter dem Hoch. Wir haben hier die minus 10 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe. Das spricht dafür, dass wir eine hohe Stabilität in der Atmosphäre haben, wieder mit so tiefblauem Himmel. Da passiert nichts in Sachen Regen. Nur im Alpenraum, da sind wir auf der Südseite dieser Hochachse und mit so ein paar Klecksen in 5,5 Kilometer Höhe mit schwachem Tiefdruck wird es hier ein paar Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen steigen langsam wieder an, liegen so grob zwischen 10 und 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Ist noch nichts Dramatisches, aber durch die trockenheiße Vorgeschichte gehen die Temperaturen schnell nach oben. Und dann sind wir in einer Woche und die Wetterlage sieht im Prinzip genauso aus wie die derzeitige. Da haben wir wieder das Hoch und wieder das Eintreffen der kühleren Luft von Nordwesten. Zuvor die Hitze, die sich nochmal über Deutschland aufbaut mit Temperaturen von 35 Grad und knapp darüber, die möglich sind. Die 40 Grad wird es mit dieser Lage nicht mehr geben. Außerdem sind wir schon viel tiefer jetzt im August. Heute starten wir eben mit Schauern und Gewittern aus der Nacht, vor allen Dingen so diagonal über die Nordhälfte Deutschlands. Aus den Westalpen heraus wandert das Ganze auch Richtung Baden-Württemberg und Bayern. Die Dinger lösen sich größtenteils wieder auf, entstehen dann im Laufe der Mittags- und Nachmittagszeit neu vom Schwarzwald und der Alp bis rauf zur Ostsee und in den Alpen. Drumherum scheint die Sonne, der Wind wird ziemlich ruppig und kräftig, kommt aus nordwestlichen Richtungen und er treibt diese Kaltfront voran, das, was ich eben erwähnt habe. Zuvor gibt es Südwestwind. Und wenn dieses ganze System mit der kühlen Luft, mit der feuchten Luft volle Lotte gegen die Alpen gedrückt wird, dann kommen eben die Schauer und Gewitter zustande. In der Nordwesthälfte übrigens 18 bis 28 Grad und in der Südosthälfte 29 bis 38, vielleicht nochmal irgendwo gerundet 39 Grad. Und dann am Abend, wenn das Ganze gegen die Alpen klatscht, die Front, haben wir zum Teil kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial und in einigen Gebieten auch mit viel Regen. Der morgige Samstag startet dann in der Südosthälfte noch mit Regen aus der Nacht, zum Teil auch mit schwachen Gewittern und einigen Schauern. Die werden ein bisschen zusammenschrumpfen und sich auf die Alpen zurückziehen. Der große Rest kommt wieder in Hochdruck mit trockener und stabiler Luft. Entsprechend setzt sich die Sonne durch. Der Wind kommt um dieses Hoch westlich von uns herum im Uhrzeigersinn im Nordwesten aus nordwestlichen Richtungen und im Süden aus nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad an der See. Sonst sind es 22 bis 28 im Südwesten und im Südosten Österreichs 30 bis 32 Grad. Der Sonntag wird ein sehr schöner Tag. Da zieht so ein Klecks an mittelhohen und hohen Wolkenfeldern über den Nordosten hinweg. Sonst ist es super sonnig. In den Alpen haben wir noch Restfeuchte. Auf der Alpennordseite gibt es nur vereinzelte, ab dem Alpenhauptkamm südwärts einige Schauer und Gewitter. Und hier bleibt es tendenziell auch bewölkt mit eingehüllten Bergen. Der Wind ändert sich wenig und auch die Temperaturen bleiben fast gleich. Schauen wir in die neue Woche und da machen wir es uns ziemlich einfach, beziehungsweise die Wetterlage macht es uns einfach. Am Sonntag in einer Woche soll es eine Wetterlage geben wie heute. Das haben wir gerade in der Wetterkarte gesehen, dass da Schauer und Gewitter aufkommen mit einer Abkühlung. Aber dazwischen haben wir von Montag bis Freitag, Samstag viel Sonnenschein. Gelegentlich ziehen mal Wolkenfelder durch. Wenn es ein paar Schauer gibt, dann vor allen Dingen in Alpennähe. Besonders in der ersten Wochenhälfte, ab Wochenmitte, haben wir dann auch hier mal zwei, drei trockene Tage am Stück, wo wir
wieder gutes Bergwetter für die Hochlagen haben. Das sind die Temperaturen. Montag starten wir noch mit kühlen Werten, 23 bis 33 Grad und enden am Samstag auch so. Und dazwischen haben wir wohl am Donnerstag die größte Hitze mit 27 bis 37 Grad. Überprüfen wir das Ganze zu guter Letzt nochmal von den aktuellen Ensembles für den Nordwesten, Nordseeumfeld. Ihr wisst, rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Die klaffen natürlich auseinander, das ist klar. Aber die Struktur ist bei allen letztendlich ähnlich. Wenn es heiß werden würde, würde es heiß bleiben. Wenn es kühl werden würde, würde es kühl bleiben. Der Hauptlauf ist jetzt übrigens mal wieder unten, brächte auch ein paar Niederschlagssignale. Insgesamt sieht es jetzt in der kommenden Woche total trocken aus. Danach kann ein bisschen was runterkommen. Und für den Südosten, da haben wir den Alpenraum ab München ostwärts. Kurz diese markante Abkühlung, dann eher überdurchschnittliche Temperaturen. Die Ausreißer halten sich in Grenzen. Tendenziell geht es hier zu warm weiter. Wenn es eine Abkühlung gibt, dann nur kurz. Die Niederschlagssignale nehmen hinten raus ein bisschen zu. Ich habe jetzt absichtlich nur das amerikanische GFS-Modell genommen, denn das europäische ECMWF-Modell ist viel niederschlagsfreundlicher. Aber da warten wir noch ab und besprechen das später. Bis dahin.